Hallo ihr Lieben, heute gibt es nochmal das Paket des Julis, also das Paket Juli 2017 und wie immer live, also wieder ein Live-Video, das ist einfach einfacher für uns, als es in der Kamera im Moment aufzunehmen und zu schneiden, da sparen wir uns ein bisschen Zeit. Es wird auch wieder auf YouTube hochgeladen und hier haben wir das Paket Live-Brief und hier ist der Inhalt. Ich fange mal an auszuräumen. Hier haben wir ein Schlafsäckchen. Wie immer 10 cm Zugabe für den Kopf. Das wäre also ungefähr 32 cm. Also wäre dann schon groß. So, dann kommt ein Schlafsäckchen. Hier ein bisschen Maßzugabe unten oben 20, also klein. Und davon haben wir jetzt noch einige andere. Hier sieht man ganz schön das Erinnerungsstück. Und dazu wurde das hier gedruckt. Auch ein ganz tolles Erinnerungsschildchen ist, glaube ich, auch von unseren Vorlagen. Hier haben wir jetzt von diesen Schlafsäckchen, von diesen Modellen, noch ganz viele weitere. Ich weiß die jetzt nicht alle aus. Hier sind wieder so welche mit den Ärmeln. Und hier ist auch ganz interessant gemacht, wenn ihr das seht, hier wurde der Stoff nochmal umhäkelt und dann mit Knöpfen verschlossen. So, auch sehr, sehr kreativ und gut gelöst, dieses Problem mit den zu öffnenden Ärmeln. Das ist nämlich immer ganz wichtig, dass die zu öffnen sind. Hier wurde das jetzt nicht gemacht. Das ist ein bisschen blöd. Also ich weiß nicht, ich versuche es hier mal. Nee, wurde nicht gemacht. Das sollte man immer machen, wenn man solche Schlafsäckchen macht, dass man die Ärmelchen öffnet, weil die kleinen Ärmchen von den Babys einfach noch so weich sind, dass die tatsächlich nahezu nicht angezogen werden können. Also wenn man die nicht öffnet, kann es sein, dass die Ärmchen wahrscheinlich gar nicht angezogen werden. Dass es praktisch nur umgehängt wird. So, da haben wir noch zahlreiche von diesen Schlafsäckchen in Größe klein. Ich hole die jetzt mal alle nach und nach raus und schaue mal, ob da noch irgendwas anderes ist. Also in verschiedensten Farben und Formen, in den verschiedensten Erinnerungsstücken. So, hier haben wir jetzt ein etwas größeres Schlafsäckchen. Das ist mit der Zugabe auch wieder so 4 oder 25 cm. Das wäre also so gerade zwischen klein und groß. Hier ist ein kleiner Strampler. Hier haben wir auch wieder die 10 cm Zugabe ungefähr für den Kopf, 35 cm. Dann haben wir ein Pucksäckchen mit einem Jäckchen. Und was hier ganz toll gemacht wurde, ist, was viele nicht so umsetzen, ist, dass der Pucksack deutlich länger ist. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, als das Oberteil, selbst wenn ich es jetzt mal so lege. Und das ist gut, weil das einfach so dann dieses Gefühl von einem richtigen Schlafsack hat und das Kind wirklich nicht mit den Füßen anstößt. Also das brauche ich jetzt nicht messen, weil das ja eh ein bisschen zu groß, also größer ist, luftig ist cool. Hier haben wir wieder so ein Schlafsäckchen, nochmal so ein Pucksackmodell, ein größeres Schlafsäckchen mit Ärmchen. Hier ist das jetzt nicht so schlimm bei den Stricksachen, wenn die Ärmchen nicht offen sind, weil ihr seht ja, dass man hier wirklich ganz flexibel arbeiten kann. So, dann habe ich hier nochmal so ein Modell, ein etwas gemusterteres und hier auch Spende, Klinikaktion Schmetterlingskinder, wurde jetzt selbst gedruckt bei Dortex. Also das ist nicht unser Webbändchen, aber Hauptsache es steht drauf. So, dann haben wir hier auch nochmal so ein Modell und noch eins und noch eins mit einer etwas aufwendiger gestrickten Jacke. Die ist jetzt auch im Verhältnis ein bisschen größer. Also da ist der Pucksack jetzt fast ein bisschen zu klein im Verhältnis zu der Jacke, aber es ist noch okay. Und hier wurde auch der Bund angestrickt. Das könnt ihr also auch durchaus machen, wenn ihr für uns handarbeitet, dass ihr an den genähten Pucksack einen Bund anstrickt. Das ist eine super Idee, um dieses Bündchenproblem ein bisschen zu lösen und wertet das Ganze natürlich optisch auch nochmal auf. Was mir hier jetzt auffällt, ist, dass eine Mütze dazu gearbeitet wurde. Es muss keine Mütze dazu gearbeitet werden. Wir würden euch eigentlich auch empfehlen, keine zu arbeiten, weil in der Regel die Köpfe von den Kindern einfach eine völlig andere Größe haben, als wir jetzt beim Stricken als Handarbeiterin einschätzen würden. Selbst wir hier als diejenigen, die es ständig sortieren, haben da Probleme. Und was mir hier auch auffällt, ist, diese Mütze müssen wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ist so schwierig für uns zu entscheiden, ob wir sie mit reingeben. Die wurde nämlich nicht zugestrickt, warum auch immer, und gehäkelt, sondern mit so Bändchen. Und ihr wisst ja, da hatten wir schon vor Jahren mal das Problem, dass die Abdrücke auf den Köpfen und in der Haut der Kinder
hinterlassen und es rein rechtlich für uns ein Problem wird. Also bitte nie mit diesen gehäkelten oder gekordelten Schnürchen arbeiten, weil da kriegen wir wirklich schon von rechts wegen ein Problem. Wir wollen den Kindern ja nicht wehtun. Also so gekordelte Schnürchen so im Kopfbereich sind immer so ein bisschen problembehaftet, weil das einfach sehr starke Abdrücke macht. Und hier ist das Gleiche nochmal auch noch mit der Mütze. Wir lassen die jetzt dran, die Hebammen entscheiden es dann vor Ort, aber uns ist es lieber, wenn sowas nicht gemacht wird. Aber ansonsten ist hier in dem Paket alles super schön gewesen. Ich lege es nochmal so ein bisschen auf einen Haufen. Und ich danke im Namen unseres ganzen Teams und der Sternenkindereltern mal wieder der betrefflichen Handarbeiterin dafür, dass sie, oder den Handarbeiterinnen, es waren glaube ich zwei Damen, ja, die hier dieses Paket gestrickt haben und genäht haben, für ihre Hilfe und sage vielen Dank und bis zum nächsten Video.